Lieben, ich mache heute ein Endzeit-Video und jetzt denkst du dir, oh nee, nicht noch so ein Panik-Video, hey, es läuft ja, kursiert ja sowieso schon ein Haufen Zeugs im Internet und überall rum und jetzt kommst du auch noch mit so einem Ding. Ja, also mir ist es ganz wichtig, da euch jetzt mal was zusammenzustellen und ich möchte gleich zu Beginn euch sagen, was ist mein Ziel von diesem Video? Ist es Panik oder irgendwas zu vertreiben? Nein, nein, nein. Also zum einen möchte ich euch wirklich einladen, weil das hat mich jetzt irgendwie die letzten Tage schon beschäftigt, sich mal wieder richtig mal hinzusetzen an die Bibel und die Bibel zu nehmen und mal wirklich zu gucken, hey, was sagt die Bibel über diese Zeit? Was gibt sie uns für Hinweise darüber und was sollten wir alles beachten? Jesus selber sagt, hey, schaut euch den Feigenbaum an seinen Zweigen erkennt ihr, jetzt kommt der Frühling und genauso soll das auch sein mit der Zeichen der Zeit, dass wir die erkennen sollen. Des Weiteren ist es so, dass mir natürlich gerade jetzt in dieser Corona-Krise hier einiges so nochmal bewusst wird, was vielleicht schon bewusst war, aber was sich jetzt einfach nochmal so ein bisschen anspitzt. Und das möchte ich euch weitergeben. Der ein oder andere vielleicht wird es auch schon kennen, wird sich vielleicht mit auseinandergesetzt haben. Vielleicht wird das aber für den einen oder anderen etwas komplett Neues sein. In all dem will und ist mein Ziel, dass ich euch eigentlich durch diese Predigt, durch diese Zusammenfassung, das soll euch ermutigen, es soll euch keine Angst machen, es soll euch viel mehr stärken und uns aber auch wieder dran zu erinnern, in was für einer Zeit wir leben, wie wichtig es ist, bereit zu sein, wie wichtig es ist, auch Vollgas zu geben und alle unsere Sachen gut zu erledigen. So, jetzt starte ich mal durch mit meinem ersten Punkt und das ist der, was muss eigentlich alles erstmal passieren, bis wir überhaupt zur Endzeit kommen, weil es gibt so gewisse Prophetien, die sind in der Bibel da, die sind verankert und solange die nicht stattgefunden haben, wissen wir, hey, kann dieses Ende noch gar nicht kommen, weil das muss erstmal passieren. Zum Beispiel ein Punkt, das ist die Staatsgründung von Israel. Gott hat seinem Volk versprochen, dass sie wieder zusammenkommen zu einem Volk, zu einer Nation. Und solange das nicht passiert ist, könnte die Endzeit nicht kommen. Das ist jetzt allerdings in der Zwischenzeit passiert. Und von daher steht der Endzeit, was dieser Prophetie angeht, nichts im Weg. Den weiteren Punkt, was uns die Bibel sagt, das sehen wir in Thessalonicher 2, ich muss hier immer ein bisschen so rüberspeckeln, da habe ich einen Laptop stehen, 2, 3 bis 4, da heißt es, es wird erstmal ein großer Abfall kommen und eine große Gottlosigkeit. Und jetzt muss ich, jetzt wo ich das auch gerade die Woche wieder studiert habe, habe ich gedacht, ich so, oh, wie krass. Damals, es war so eine gottlose Zeit. Es war so schlimm. Weiß nicht, wer sich von euch diese Serie Roma angeguckt hat. Also es ist was sehr Blutrünstiges, aber was eine sehr historische Serie, die uns einfach aufzeigt, wie das Leben damals in Rom ausgesehen hat. Das war damals eine absolut grauenvolle Zeit, von Perversion über Gewalttätigkeit, über Versklavung, über alles schlimm. Und dann schreibt der Paulus an die Thessalonicher, es muss erst der große Abfall kommen. Erst müssen die Leute gottlos werden und abfallen vom Glauben. Wo ich denke, so Alter, was soll denn jetzt da noch mehr passieren? Das war doch damals schon schlimm genug. Der nächste Punkt, den finden wir dann in Matthäus 24. Da sagt nämlich Jesus, bevor das alles geschieht, muss erstmal eins passieren. Das Evangelium muss allen Völkern und allen Nationen verkündet werden. Vor gefühlte 6, 7 Jahren hat mir irgendwann mal jemand erzählt, wow, jetzt wurde wirklich das Evangelium zu allen Völkern, zu allen Rassen wurde es gepredigt. Ob das natürlich jeder Mensch bis in die letzte Ecke mitbekommen hat, ist eine andere Frage. Aber das erstmal grundsätzlich mal in jedes Land reingegangen ist, um das Evangelium weiterzugeben. Und das ist eine Sache, kann man sagen, die ist auch schon mit erfüllt. So, Matthäus 24, dem Vers 9 und die folgende, können wir auch Folgendes lesen. Dass es am Ende der Zeit, dass es falsche Propheten aufstehen werden, dass die Liebe erkalten wird, dass die Gottlosigkeit zunehmen wird und ganz viele Dinge einfach geschehen werden und dass das alles Zeichen sind, dass wirklich das Ende
nahe ist. So, neben diesen ganzen Prophetien und Sachen, die in der Bibel stehen, die erfüllt werden müssen, gibt es natürlich noch manche Sachen, wo sich die Leute schon immer gefragt haben, wenn das in der Bibel steht, wie um alles in der Welt sein soll das sein? Also stell dir mal Folgendes vor, in der Offenbarung steht ja drin, dass jeder ein Zeichen haben wird an seiner rechten Hand oder an seiner Stirn und ohne das kann er nicht kaufen oder verkaufen. Und vor 500 Jahren konnten sich die Leute noch null ein Bild machen, wie sowas technisch funktionieren soll. Was ist das für ein Zeichen? Was ist das für ein Ding? Wie soll das gehen? So, für uns heute ist das was ganz, ganz anderes. Das ist eine technische Erfüllung, die jetzt mittlerweile funktioniert. Naja, wir haben hier überall unsere Chips und mit denen kann man alles Mögliche machen und ganz toll schon steuern. Eine weitere Sache ist die, wenn man sich gefragt hat, wenn da drin steht, Jesus wird kommen und alle Welt wird ihn sehen, jeder wird ihn sehen, wie er auf der Wolke kommt. Ja, wie soll das bitte schön funktionieren, wenn er jetzt gerade über Australien oder über Jerusalem ist und dass die das halt auf der ganzen Welt sehen. Heutzutage, ja, wie ist die Realität? Irgendwo passiert etwas in der Welt und innerhalb von ein paar Minuten, Stunden verbreitet sich das über unsere Social Medias, über Fernsehkanäle und sonst was weltweit überall durch, so dass wir mittlerweile so vernetzt sind und das, was am Ende der Welt passiert, bis nach vorne hin komplett durchdringt innerhalb von einer kurzen Zeit. So, jetzt komme ich mal so ein bisschen zu dem, was ich so gerade beobachte. Mal ganz weg jetzt von der Bibel. Wir sind ja jetzt gerade so voll in dieser Corona-Zeit. Corona, ganz egal, ob das jetzt irgendwie vom Menschenhand in irgendein Labor zusammengeschustert worden ist, was so, manchmal so ein bisschen so, man denkt, ja, der Virus ist ja echt total penetrant, was der alles kann. Kann der wirklich nur irgendwie so ein Zufallprodukt sein? Oder ob das einfach nur die dumme Nuss ist, die die Suppe ausgelöffelt hat mit der Fledermaus drinne und die Seuche jetzt verbreitet hat. Ganz egal, ob das jetzt ein Zufallsprodukt war oder ob das jetzt wirklich von irgendwelchen Menschen gemacht worden ist. Wir müssen jetzt diese Suppe auslöffeln. Und diese Suppe, die kostet uns im Moment ganz schön viel. Und ich möchte mal ganz kurz so mal so ein bisschen so ganz klassisch auf diese Nebenwirkungen oder auf die ganzen Wirkungen zu sprechen kommen. Wir sehen gerade, wie Tag für Tag Tausende von Menschen auf dieser Welt sterben. Ich weiß, es gibt immer so diese Gegenrechnung, wo man sagt, die wären sowieso gestorben. Viele wären jetzt auch an einer normalen Grippe gestorben, hätte man gar nicht mit reingezählt. Kenne ich alles, kann ich auch teilweise sehr gut nachvollziehen. Ich bin da auch manchmal nicht so der Freund von, ständig diese Zahlen da so hoch zu pushen. Was wir aber feststellen ist, dass im Moment was passiert, dass ganz viele Arbeitsplätze zerstört werden. Du sitzt jetzt in Deutschland wahrscheinlich, der du das hörst. Und da hat ja die deutsche Regierung echt ein mega Paket auf den Markt geschmissen, um wirklich eigentlich das zu retten, dass da sowas nicht passiert. Aber wenn du mal in die anderen Länder reingehst und guckst, was da gerade passiert, wie ganze Familien alles zerstört wird, da passiert was richtig Krasses. Und diese Auswirkungen, diese Ausmaße werden wir, denke ich mal, in den nächsten Monaten richtig spüren und richtig erleben, was das bedeuten wird. Einige haben ihre Arbeitsplätze verloren in ihren Unternehmen, die jetzt zwar nicht selbstständig sind, aber trotzdem, wenn Unternehmen kaputt gehen, andere müssen weniger Geld zurechtkommen. Wir stellen fest, wie Leute in Depressionen fallen. Und eine Sache, was mich unheimlich auch stark beschäftigt, das ist, dass eine Hungersnot eigentlich ausbricht in ganz vielen Ländern. Was wir gerade sehen, ist, dass es 830 Millionen Menschen gibt, die quasi mehr oder weniger als Tageslöhner arbeiten, die nicht viel essen und nicht viel Geld haben, keine Rücklagen haben. Und die von einem Tag zum anderen komplett arbeitslos geworden sind und die kein Geld haben und das nicht irgendwie aufstemmen können. Und hier hören wir auch als Christen Hilferufe von allen möglichen Ländern, ob das von den Philippinen ist, von Pakistan, von Indien, wo einfach Nöte da sind, wo Menschen nichts mehr haben, wo sie ihre ganze Existenz einfach verloren haben. Jetzt komme ich zu einem Thema und wer mich vielleicht schon ein bisschen kennt, der weiß, das Thema, der spricht der Basim schon mal ganz gerne an und ich wurde auch schon mal hier oder da ein bisschen unter den Christen belächelt. Mal gucken, wie ihr das jetzt so seht. So, kommen wir mal über ID 2020 zu sprechen.
blende euch das hier nochmal ein. ID 2020, das gibt es, also da geht es im Endeffekt darum, einen digitalen Chip zu implantieren in den Menschen, der quasi für ihn als Personalausweis, als Krankenkassenkarte, als Finanzkarte und sonst was dienen kann. Dieser Gedanke, das ist nichts Neues. Ich kann mich daran erinnern, ich war noch in Stuttgart damals BGG gewesen und da hatten wir das erste Mal schon davon gehört, dass dieser Chip entwickelt ist und dass das funktioniert. Ich weiß, vor 2 Jahren hatte ich in Baden-Baden, bei den Holy Agents hatte ich da mal ein Thema drüber gemacht, weil die ersten Versuche auch in Schweden unternommen worden sind. Wie könnte so ein bargeldloses Zahlen alles mit diesen Chips aussehen? Welche Vorteile hat man dadurch alles? Und jetzt gibt es dieses Unternehmen ID 2020, die so gesehen vielleicht vom ersten Moment, wenn du dir das anhörst, das klingt eigentlich ganz nett, ganz freundlich. Die sagen, es gibt 1,5 Milliarden Menschen auf dieser Welt, die keinen Reisepass haben, die keine Identität haben, die sie überhaupt nachweisen können, die keine, dadurch ihnen auch einfach Rechte und sowas verloren geht. Und jetzt geht es darum, wie können wir diesen Menschen was Gutes tun, indem wir ihnen eine ID geben, indem wir ihnen einen Chip irgendwo hinpflanzen. Jetzt komme ich zu einem anderen Thema und zwar zu Impfungen haben wir ja hier jemanden, der ist ja der Vater aller Impfungen, der hat das jetzt so ein bisschen so für sich als großes Thema aufgegriffen. Man kennt ihn vielleicht jetzt schon alle, das ist der Bill Gates. Der hat natürlich vorgeschlagen, wir müssen die ganze Welt impfen. Jetzt möchte ich aber mal so eine kleine Brücke schlagen zwischen diesen ganzen Verbindungen und jetzt wird es richtig spooky, hey. Denn der Bill Gates, der finanzierte bisher, er war die zweitstärkste Kraft, der die WHO finanziert hat. Und die größte Kraft, das war Amerika. Und der Trump, da hat er ja jetzt gesagt gehabt, hier, ich zahle der WHO nicht mehr. Die haben es ja irgendwie verkackt, die haben es ja vergeigt. Aber Gott sei Dank springt jetzt der Bill Gates da ein und sagt hier, die 150 Millionen, die zahle ich auch noch. So. Interessanterweise ist es so, dass aber auch wiederum der Bill Gates, der unterstützt auch noch mal so ein anderes Unternehmen, das Grave, und die wiederum, die haben dieses Kombinationsprogramm zwischen Impfung für arme Leute in Drittländern in der Kombination mit einem Chip. Und jetzt kann man sich so ein bisschen so überlegen und sagen, okay, jetzt bricht hier so eine Mega-Pandemie, die bricht jetzt hier aus. Es steht hier jemand gleich auf, der gleich sagt, hier, ich habe den Plan, wir müssen jetzt mal alle impfen. Und die dann aber auch gleich sagen, aber im Zuge dieser Impfung sollte dann aber auch am besten gleich dieser Chip implantiert werden. Ja. So, jetzt würde die Bibel eins sagen, Vorsicht, meine Leute, meine Freunde, werdet langsam ein bisschen vorsichtig. Was haben die Jungs da vor? Hey, was geht da ab, ey, Alter? Und also das ist so eine interessante Geschichte. Ich stelle euch mal einen Link rein von einem Ami. Das ist jetzt so ein ganz klassisches Verschwörungstheorie-Video, was ich allerdings trotzdem, die Fakten sind einfach sehr interessant. Da kommen noch die Rockefellers mit rein und noch ein bisschen Illuminati und sonst was von Zeiss. Lohnt sich auf jeden Fall, dieses Video auch mal anzuklicken, um mal zu sehen, hey, welche Verbindungen bestehen da alles und so weiter. Was ich natürlich gemacht habe, wenn ich mir auch mal so ein Video anschaue, versuch mal direkt auf die Homepage von den Leuten drauf zu gehen. Guck mal, was da wirklich auf diesen Seiten steht, wie auch die Verbindungen zu denen sind. Und wenn du dann auch noch mal siehst, dass dann Finanzinstitute, zum Beispiel Mastercard, Visa und so weiter, wiederum mit Unternehmen in Verbindung stehen, die Impfungen herstellen wollen, wo du denkst, was habt ihr denn jetzt bitte schön da zu suchen? Aber ja, es steckt vielleicht insgesamt doch ein bisschen ein größerer Plan irgendwo dahinter. Ich möchte jetzt auch eins sagen, ich bin kein Gegner vom Impfen. Ich wäre, wenn noch nicht mal was in der Bibel über so einen Chip und sowas drin stehen würden, wäre ich der absolute Befürworter für das Ding, weil ich rein vom
praktischen Nutzen her das absolut sehen könnte. Hey, also für mich, ich verliere eh immer gerne meine Sachen, und wenn ich wüsste, ich habe alles in meinem kleinen Finger irgendwo gespeichert, da ist mein Führerschein, Personalausweis, Reisepass, bis hin zu meinen Finanzen, komme ich vielleicht im nächsten Punkt gleich dazu, dann wäre das für mich eigentlich optimal. Nur, ich weiß natürlich, es gibt insgesamt, es gibt natürlich einen größeren Plan, eine größere Absicht dahinter. Und was ich mit meinem Video gar nicht bezwecke, ist, irgendwas hier aufzuhalten, weil ich glaube, es gibt manche Sachen, die können wir gar nicht aufhalten, sondern wir sollten einfach nur bereit sein, dass sie kommen und wissen, was das bedeutet. Ich will jetzt auch noch nicht mal behaupten, dass jetzt durch das gleichzeitig ein Zahlungssystem oder sonst was reinkommt. Ich will nur aufzeigen, was gerade für neue Meilensteine irgendwo sich auftun, die in diese Richtung gehen, dass irgendwann, dass der Antichrist kommen kann. Und das ist für mich ein megamäßiger Meilenstein. Komme ich aber vielleicht zu meinem nächsten Punkt, und das würde das vielleicht auch noch mal so ein bisschen abrunden. Wir haben ja 2008 haben wir ja eine große Bankenkrise gehabt. Und während dieser Bankenkrise hat ein Mann, der unbekannt ist, er hat etwas gestartet, und zwar eine Kryptowährung. Was ist eine Kryptowährung? Das ist im Endeffekt Geld, was nur im Internet vorhanden ist, was auch immer nur auf einem Rechner oder auf einem Gerät abgespeichert werden kann. Oder zum Beispiel auch auf einer Speicherkarte oder einen Chip. Da gibt es mittlerweile von der Kryptowährung gibt es verschiedene Währungen. Die bekannteste sind die Bitcoins, im Moment auch super gehypt. Das ist ein neues Zahlungssystem, das ist eine neue Finanzordnung, die, ich sage jetzt mal, seit 2008 so ein bisschen eine Parallelfinanzordnung ist zu dem, was wir eigentlich bisher kennen von unseren Banken, von ganz viele Leute die Schnauze voll haben. Diese Bitcoins oder die Kryptowährung würde mit einem Chip sehr, sehr gut funktionieren. Du könntest quasi dein Geld immer komplett bei dir haben. Du verwaltest dein Geld und du könntest damit alles machen, wozu du Lust und wozu du Laune hast. Was ich jetzt machen möchte, jetzt möchte ich eine Hypothese aufstellen. Mal angenommen, das mit diesem Coronavirus geht jetzt weiter und wir kriegen das nicht ganz so gut in den Griff, wie wir uns das erhoffen. Das wird noch viel krasser, dass wir irgendwann mal an dem Punkt sind, wo theoretisch jetzt auch schon manche Länder und manche Staaten vorstehen, dass sie sagen, hey, wir stehen jetzt wirklich vor einem Staatsbankrott. Wir haben kein Geld mehr. Unsere Schulden sind mittlerweile so hoch, es geht einfach nicht mehr. Was könnte danach kommen? Es wird noch eine große Wirtschaftskrise kommen. Die sehen im Moment gerade alle Experten vor. Diese Wirtschaftskrise wird zu einem führen, dass es natürlich wieder die nächste Bankenkrise gibt. Warum? Weil es werden wieder Tausende von Leuten, die werden ihr Hab und Gut verlieren, die werden Insolvenz gehen, Kredite werden nicht bezahlt werden können. Es kann sein, wenn das alles so eintritt, dann kann es sein, dass man vielleicht an dem Punkt irgendwann mal ist und sagt, dieses ganze Finanzsystem, was wir uns irgendwie über die ganzen letzten Jahrhunderte aufgebaut haben, dieses System, wir sind so überschuldet, wir kommen aus dieser Nummer, Leute, wir kommen da nicht mehr raus. Das sind Billionen, was wir an Schulden haben und was wir brauchen. Wir brauchen eine komplett neue Ordnung. Und ich glaube, es gibt dann auch ein paar Leute, die wahrscheinlich die Banken hassen werden. Die gibt es jetzt schon mehr wie genug. Und wenn dann jemand aufsteht und der eine neue Weltordnung aufstellt, die, wo die Banken vielleicht nicht mehr die großen Gewinner sind, wo vielleicht andere Leute die Gewinner sind, dann kann das sein, dass diese Person sehr, sehr schnell geliebt wird von allen. Und wenn auf einmal Staaten und Länder wieder die Möglichkeit haben, in einer gewissen Art und Weise vielleicht wieder schuldenfrei zu sein und wieder bei Null anzufangen, ich glaube, dann könnte es sein, dass es dort etwas geben wird, wo einfach so eine Person, hey, ganz schön gehypt wird und die eine enorme Macht, die enorm was bewegen kann. Das ist jetzt nur eine Hypothese, eine Annahme, was könnte vielleicht aus so einer Krise passieren. Das muss gar nicht der Fall sein.
Es kann jetzt auch alles glimpflich ausgehen, will ich gar nicht ausschließen. Ich habe ja gesagt, ich will hier keine Panik machen. Das heißt, wir kriegen die Zahlen in den Griff. Wir werden einen Impfstoff in ein paar Jahren hinbekommen. Was ich nach wie vor glaube, das wird früher oder später kommen. Das ist das Thema ID 2020. Aber das wird kein Chip sein, der dann die ganze Welt und alle zwangsläufig irgendwie dazu verdonnert, sondern dass das einfach freiwillig sich Leute dann irgendwie oder vielleicht die in der dritten Welt, die nicht groß eine Meinung haben können, die sich das dann machen lassen, aber noch nicht vielleicht für alle. Aber dann ist es trotzdem so, dass dadurch ein großer Meilenstein geschaffen ist, um dann den nächsten Schritt zu machen. Und deshalb sage ich, ob ich jetzt vielleicht schon gerade mich mitten in der Endzeit befinde oder ich vielleicht noch mal 40 Jahre warten muss oder ich das gar nicht miterlebe, kann durchaus der Fall sein. Was ich aber definitiv sehe, ist, dass sich die Merkmale und die Sachen, die wir alle brauchen für die Endzeit, dass die eigentlich technisch gesehen, die sind jetzt schon da. Und wir könnten in diese nächste Zeitepoche, wir könnten, wenn wir wollten, innerhalb der nächsten Tage reingehen. Kommen wir noch zu dem ganzen Thema Überwachungs-Apps. Das ist verrückt, vor einem halben Jahr. Das wäre undenkbar gewesen hier, dass dann Leute mit einer Überwachungs-App rumlaufen. Gestern war ich einkaufen. Wir haben jetzt in Singapur auch neue Richtlinien. Und da zeige ich euch hier mal ein Bild von. Also wer da einkaufen gehen möchte, der muss sich erstmal mit seinem Personalausweis eintragen, sonst kommt er da nirgendwo rein. Und das sind so kleine so Vorstufen, wo ich sage, ja, ohne Personalausweis kannst du zum Beispiel gar nicht mehr kaufen. Und das ist auch nur, weil wir einen digitalen Personalausweis hier haben. Das ist in Deutschland noch gar nicht gängig, aber das ist eine App, die ich auf meinem Handy habe. Und die quasi auch schon sehr, sehr viel Intelligenz, wo dahinter steckt. Und die wird ab jetzt quasi alle meine Einkaufsverhalten, alles das auch mitsteuern, beobachten. Und ich hoffe, dass das irgendwann wieder aufgehoben wird. Aber ich weiß das nicht, ob das passieren wird. Also wir sehen, wir entwickeln uns gerade in eine Richtung, die irgendwie schon sehr, sehr ähnelt, was dann die Bibel sagt. Und jetzt komme ich nur auf so eine Spannungssache zwischen den Menschen, zwischen den Regierungen. Was passiert gerade? Im Moment passiert gerade eins, dass es wieder viel Ärger gibt auf Regierung, viel Wut gibt unter den Leuten, weil sie mit ihrer Regierung unzufrieden sind. Es gibt aber riesige Spannungen zwischen Ländern. Und das ist eine Gesamtentwicklung, die wir im Moment ansteuern. Und wo ich sage, wenn das nicht die Endzeit ist und wenn das jetzt alles nur Pillepalle ist und nur so ein blöder Virus ist und der Virus versaut uns die Wirtschaft, ich kann nicht mehr vernünftig reisen und ich kann das alles nicht mehr machen und ich verliere das alles nur wegen bescheuerten Virus, habe ich gar keinen Bock drauf. Ich würde mir wünschen, das ist dann wenigstens die Endzeit, weil dann komme ich wenigstens aus der Nummer raus und sage ich wenigstens, es ist was Lohnenswertes, dass ich das jetzt alles irgendwie auf mich nehme. So, ihr Lieben, ich habe ja zu Beginn noch gesagt, ich will euch mit dem Video keine Angst machen, sondern vielmehr auch euch ermutigen. Und jetzt kann es vielleicht schon der eine oder andere sein, der sagt, hey Basim, das klingt jetzt irgendwie nicht so ermutigend, was du da erzählst. Aber Leute, ich sage euch eins, die gute und die perfekte Botschaft ist eigentlich die, dass wir eines Tages bei Jesus sein werden und dass die Umstände und das, was hier alles kommen wird auf Erden, wir können es nicht beeinflussen. Es liegt gar nicht in unserer Hand. Manchmal versuchen wir als Christen, Dinge aufzuhalten und dabei sind sie unaufhaltsam. Kommen wir zu Jesus und zu seiner Kreuzigungsszene. Wisst ihr, der Petrus, der hat sich eingesetzt gehabt, der hat sein Schwert gezuckt und hat da diesem Tempeldiener das Ohr abgehauen und so weiter und hat gedacht, irgendwie kann er vielleicht diese Kreuzigung irgendwie umgehen. Es gibt keinen Weg an dieser Endzeit vorbei und sie wird irgendwann mal kommen und von daher dürfen wir uns einfach darauf einstellen, aber auch die Gewissheit zu haben, wenn wir unser Leben geordnet haben, wenn wir unser Leben Jesus gegeben haben, wenn wir den Weg mit Jesus gehen, hey, dann ist alles perfekt. Und viel mehr möchte ich einfach uns echt alle ermutigen und da nehme ich mich voll und ganz mit ein, unser Leben so zu leben, dass Jesus theoretisch jeden Tag wiederkommen kann. Bereit zu sein, einfach zu sagen, hey, wenn Jesus, wenn das morgen der Fall sein sollte und du holst uns ab,
hey, dann bin ich bereit dafür und dann habe ich auch all meine Hausaufgaben gemacht. Und wenn wir unser Leben danach ausrichten und danach leben, hey, dann müssen wir gar keine Angst, gar keine Panik haben. Und im Gegenteil, dann können wir uns freuen, wenn wir das irgendwann mal hier alles hinter uns lassen, in was viel, viel Besseres reinkommt.